Meine lieben Landsleute, verantwortungslose Kreise haben rein persönliche Mails zwischen dem Weißen Haus und uns bezüglich NSA und Bundesnachrichtendienst den Medien zugespielt. Nun, Sie haben mich einst als Fels in der Brandung gewählt und da soll mich dies zarte Vibrieren aller Kamellen erschüttern. Ich tat also, was so ein Fels tut. Ich schwieg einfach und schwieg. Ich habe gestern Abend mit Präsident Barack Obama ein zweistündiges Telefonat geführt, quasi under for ice, wie der Amerikaner sagt. Lassen Sie mich gleich zum Ergebnis kommen. Nein, wir werden die bewährte Kollaboration zwischen NSA und BND nicht aufkündigen. Im Gegenteil, wir machen sie sogar ganz offiziell zum Vertragsbestandteil unseres deutsch-amerikanischen Freihandelsabkommens. Und zwar ganz transparent, so wie das gesamte TTIP. Erstens gegen Putin. Und ja, gerade gemeinsam mit unseren amerikanischen Freunden, die uns vor 70 Jahren von der politisch unkorrekten Diktatur Hitlers befreit haben. NSA und BND bleiben solidarisch beim Abhören deutscher Unternehmer und Politiker, die heimlich mit dem blutigen russischen Despoten ihre Geschäfte betreiben. Zweitens will ich Ihren Bedenken, meine lieben Landsleute, Rechnung tragen. Denn einige von Ihnen werden jetzt vielleicht sagen, aha, dann wird der Amerikaner unsere deutsche Regierung weiter abhören und alle intimen Details bekommen. Aber wir Deutsche gehen dabei wieder mal leer aus. Was Obama und ich da gestern vereinbart haben, ist ein Pilotprojekt unternehmerischen Pioniergeistes. Denn ehrlich gesagt, mich persönlich interessiert abgehörtes Bettgeflüster aus amerikanischen Schlafzimmern kein bisschen. Doch da gibt es haufenweise Medien und Presseagenturen, die dafür Unsummen zahlen würden, und zwar an unsere Staatskasse und damit an Sie, meine lieben Steuerzahler. Also Schlafzimmerstories im Playboy, Gala und Stern, bei Sat.1 oder RTL mit Titeln wie Was tat Ex-Präsident Bill Clinton wirklich mit seiner Zigarre? Wie hielt Hillary Clinton diesen Macho so lange aus? Ist die nächste Präsidentschaftskandidatin dabei lesbisch geworden? Wie läuft es im Bett zwischen Barack und Michelle Obama? Und das ist noch nicht alles, was wir durch unsere Geheimdienste dann an Intimitäten geliefert bekommen. Denn die Verbündeten der USA werden dann auch Bestandteil unseres NSA-BND-Deals. Denken Sie dabei nur mal an die Saudis. Zwar gibt es in Riad nur eine winzige milliardenschwere Elite an der Staatsspitze, weil die ja nicht so eine Demokratie haben wie wir. Aber jeder Scheich, Kalif und jeder Emir hat da seinen eigenen Harem mit all dem triebhaften Miteinander, untereinander, übereinander. Sicher, liebe Landsleute, Sie erinnern sich an mein von der NSA abgehörtes Handy und Sie werden vielleicht sagen, das war aber damals einseitig. Aber damit ist jetzt Schluss. Das ist jetzt Vergangenheit. Jetzt werden die anderen mal abgehört. Und was die von uns bekommen? In diesem Abhördeal sind wir jetzt die Nutzleser, liebe Landsleute. Denn stellen Sie sich einfach nur mal mein Schlafzimmer vor. Da kann nämlich der NSA Wanzen und Kameras einbauen, solange er will. Da ist einfach nichts.